Hi, heute machen wir uns mal leckere Folienkartoffeln oder Backkartoffeln oder eine Grillkartoffel, je nachdem wie ihr es nennen möchtet, mit einer richtig leckeren Supreme oder Kartoffelcreme. Und wenn du wissen möchtest, wie ich das genau gemacht habe, dann heißt es für dich dranbleiben. Hallo liebe Freunde von Digis Deiner Barbecue und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von mir. Heute bleibt es auch mal fleischlos, was aber nicht gleich heißen muss, dass es deswegen nicht gleich weniger lecker ist. Denn heute ist mein Hauptdarsteller die Kartoffel. Und zwar eine richtig schöne, große, dicke, feste Kartoffel. Und daraus möchte ich dann heute mal eine leckere Folienkartoffel machen. Mit einer, ja, ich denke mal mit einer leckeren Supreme oder Kartoffelcreme dazu. Die Kartoffel, die werden wir uns hier bei mir auf meinem Kohlegrill zubereiten. Der heizt jetzt mittlerweile auch schon vor. Die Kohlen sind schon gleich schön durchgeglüht. Und da werden wir uns dann die Kartoffeln gleich schön auf den Grill packen. Das dauert so ungefähr ein Stündchen, vielleicht auch nur 45 Minuten, mal schauen. Maximal ein Stündchen, wie gesagt. Und in dieser Zeit, während wir die Kartoffeln auf dem Grill haben, wer übrigens das nicht auf dem Grill machen möchte, der kann das natürlich auch zu Hause im heimischen Backofen machen. Dazu regle ich mir meinen Grill so bei 180, 200 Grad ein. Jeder dann bei euch im Backofen natürlich dann auch so 200 Grad. Und ja, dann sollte das wohl eine leckere Geschichte werden. Wie gesagt, dazu machen wir uns dann noch eine leckere Supreme. Alles, was wir dafür benötigen, das steht hier auch schon bei mir auf dem Tisch. Für die Supreme, da fange ich jetzt einfach mal mit an, brauchen wir ein bisschen Speisequark. Wir brauchen ein bisschen Schmand. Wir brauchen frischen Knoblauch. So als Topping habe ich mir gedacht, schneiden wir uns ein paar Tomaten hübsch. Eine rote Zwiebel machen wir uns noch mit fein. Ein paar frische Radieschen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Olivenöl. Und dann sollte die Supreme auch schon gut und lecker sein. Dann für unsere Folienkartoffel, da brauchen wir dann natürlich Kartoffeln. Am besten ist so groß wie möglich. Da habe ich mir jetzt hier schon so vier schöne Kartoffeln ausgesucht. Ich habe die auch schon gewaschen, also ist auch sandfrei, knirscht also nicht beim Essen nachher. Wir brauchen für die Folienkartoffel dann natürlich noch ein bisschen Alufolie, das habe ich hier liegen. Und damit wir uns die nicht so trocken auf den Grill hauen, werde ich da gleich noch ein kleines Olivenöl nehmen. Auch noch ein wenig Knoblauch. Und dann werden wir uns die Kartoffel einmal mit der Knoblauch-Olivenöl-Mischung ein bisschen einreiben. Dann kommen die in die Alufolie und dann auf den, ja, denke mal gleich eingeregelten Grill bei 200 Grad auf den Grill für eine Stunde. So, dann würde ich sagen, legen wir erstmal damit los, dass ich mir meinen Grill jetzt so auf 200 Grad einheize. Die Kohlen sind jetzt durch und die verteile ich jetzt in meine Kohlekörbe. So. Und dann stellen wir mal nach hinten. Dann machen wir unser Gitter drauf. In dem Holzkohlegrill werde ich ein indirektes Setup aufbauen. Das heißt, links und rechts habe ich einen Kohlekorb. Da sind Briketts drin. In der Mitte habe ich dann eine indirekte Zone und da werden wir unsere Kartoffeln an, die wir dann gleich in Alufolie verpackt haben, einfach auf den Grill packen und dann warten wir eine Stunde. So, in der Zeit, wie jetzt unser Kugelgrill sich aufheizt und die Temperatur von 200 Grad erreichen muss, können wir uns schon mal erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Heute aus meiner Wettkampftasse von den Schmandmännchen. Grüße gehen raus an dieser Stelle an mein gesamtes Team, die Schmandmännchen. Lecker. Jo, fangen wir an mit den Kartoffeln. Da werden wir uns nämlich jetzt als erstes mal eine Gabel nehmen und in die Kartoffel schön Löcher reinpieksen. Und zwar an allen Vieren. So.
Dann brauche ich mein Schüsselchen, etwas Olivenöl, dann geben wir da noch ein bisschen Salz ins Öl. Und etwas frischen Knoblauch. So, da scheinen sich ja die Geister wieder zu scheiden. Der eine schnippelt sich seinen Knoblauch klein, der andere presst ihn klein. Ich gehöre zum Team Knoblauchpresse. Das geht am einfachsten, am schnellsten. Und in meinen Augen hat das den gleichen Effekt. So. Das Ganze verrühren wir uns jetzt ein wenig. So. Jetzt habe ich, glaube ich, hier irgendwo ein paar Handschuhe. Weil jetzt müssen wir nämlich unsere Kartoffeln gleich schön mit unserem Olivenöl, Knoblauch, Gewürz schön einmatschen und dann in der Alufolie verpacken und dann auf den Grill packen. So, ich lege mal hin. So, Knoblauchöl, das war's schon. Schön einpacken. Haben wir schon die erste fertig. Nehmen wir uns die zweite. So. Auch einrollen. So. Und die dritte. Ja, jetzt merke ich schon, ich habe einmal Alufolie zu wenig mitgenommen. Dann hole ich schnell neue, pack die auch noch ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Kartoffeln sind jetzt alle verpackt, schön in der Alufolie mit unserer Knoblauch-Olivenöl-Mischung. Und die kommen jetzt auf den Grill, weil der hat sich jetzt mittlerweile vorgeheizt auf 200 Grad. Und da lege ich die jetzt einfach indirekt in die Mitte aufs Rost. Deckel schnell wieder zumachen und jetzt vergessen wir so ganz einfach mal für eine Stunde. Dann gucken wir das erste Mal einfach nach und in der Zwischenzeit können wir uns schon mal um unsere Kartoffelcreme oder Cream, je nachdem wie ihr sie nennen möchtet, kümmern und dann kann die auch noch ein gutes Stündchen dann im Kühlschrank noch ein bisschen durchziehen. Dafür muss ich jetzt aber erst einmal die Tomaten einmal ein bisschen halbieren, dann das wässrige Fruchtfleisch der Tomate rausholen, weil ich will nur das harte Tomatenfleisch haben. Dann werden wir uns eine rote Zwiebel in kleine feine Würfel schneiden und ein paar Radieschen werden wir uns noch ein bisschen grob zurecht hobeln und ja, den Speisequark und den Schmand miteinander vermengen, mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Knoblauch abschmecken und dann denke ich mal, haben wir schon eine super leckere Kartoffelcreme. Und ja, legen wir mal gleich los. Dafür nehmen wir uns dann mal unseren Quark einmal, zweimal, wenn ihr mal ein bisschen zu viel Kartoffelcreme machen solltet und schafft das nicht alles auf einmal, keine Angst, so eine Kartoffelcreme, die hält sich 3 bis 4 Tage gekühlt im Kühlschrank. Dann brauchen wir unseren Schmand, den geben wir da gleich mit bei. Die genauen Mengenangaben, die schreibe ich euch natürlich unten in die Infobox. Insgesamt habe ich jetzt hier so 500 Gramm Speisequark und wie viel haben wir hier? 200 und 400 Gramm Schmand. So.
Dann können wir schon gleich ein bisschen Pfeffer mit drauf machen. Ein bisschen Salz. Dann unsere Knoblauchzehe, wie gesagt. Da gehöre ich auf jeden Fall zum Team der Knoblauchpresse. Zack. So, das Ganze können wir dann jetzt schon einmal miteinander vermengen. Dann werden wir mal unsere Tomaten einmal halbieren. Und wie gesagt, mit dem Löffel hier das Fruchtfleisch oder das wässrige mit den Körnern, mit den Kernkörner ein bisschen rausholen, so dass wir eben halt wirklich nur das Tomatenfleisch haben. Und da schnibbeln wir uns jetzt einfach nur noch klein, wirklich kleine Würfel. So, die Tomaten sind dann schon klein gewürfelt. Dann machen wir gleich weiter mit der Zwiebel. Die Zwiebel haben wir dann jetzt auch klein gewürfelt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist unser Radieschen. Und da schneiden wir uns mal ein paar von ab. Und die Radieschen, die reiben oder hobeln wir uns jetzt ein bisschen runter. Schön aufpassen auf die Finger. Ja. Den Rest kann man naschen. So, die Radieschen sind dann jetzt auch soweit runtergehobelt. Und von unseren runtergehobelten Radieschen, da geben wir jetzt so die Hälfte mit in unsere Kartoffelcreme. Das gibt dann nochmal schon leichten Crunch durch die Bissfestigkeit von Radieschen, eine gewisse Frische und eine leichte Schärfe. So. Mal kurz abgespeckt. Dann noch ein bisschen Pfeffer und vor allem Salz dran. Und schon ist unsere Kartoffelcreme oder unsere Sous Cream ist dann schon fertig. Und die hat wirklich eine richtig schöne cremige Konsistenz. Nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest. So dass sie dann eben halt schön oben auf der Kartoffel liegen bleibt. Sehr geil. Kosten wir nochmal. Perfekt. Und so kommt sie jetzt, wie sie ist,
für die restliche Zeit, wie unsere Kartoffeln ja noch brauchen, im Kühlschrank. Die Stunde, wo jetzt die Kartoffeln auf dem Grill sind, die sind jetzt rum und jetzt werde ich mal überprüfen, ob wirklich die 60 Minuten ausgereicht haben. Und das Überprüfen, das tue ich mit so einem kleinen Zahnstocher. Da werde ich jetzt in die Kartoffel hineinpieksen und wenn dieser Zahnstocher ganz leicht in die Kartoffel reingeht, dann ist die Kartoffel durch. Sollte das nicht der Fall sein, dann kriegt die Kartoffel noch mal 15 Minuten. Wir haben noch Zeit. So, schauen wir mal. Oh ja. Die Kartoffeln sind jetzt auf jeden Fall durch. Der Zahnstocher, der ging durch die Kartoffel wie Butter, wunderbar. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe keine Grillzange. Ich gehe mal eben fix rein und hole mal eben fix eine Grillzange. So, Grillzange ist jetzt auch am Start und jetzt nehmen wir uns mal die Kartoffeln hier runter. Zuschauer sind mittlerweile auch wieder da. Der liebe Wolfgang steht da hinten am Zaun. So, wunderbar. Und jetzt werden wir mal probieren, ohne dass wir uns die Hände verbrennen, mal eine Kartoffel auszupacken. Und dazu hole ich euch jetzt mal noch ein bisschen ran. Hot. So, hier ist jetzt unsere Kartoffel. Und die werden wir jetzt mal vorsichtig auspacken. So. Die können wir hier auch schön in der Alufolie drinnen liegen lassen. Jetzt nehmen wir uns ein Messer, schneiden uns die mal ein bisschen auf. Au. Und dann reißen wir uns die mal auseinander. Boah. So ist gut. Und dann werden wir auch das Innere von der Kartoffel mal ganz leicht salzen. So. Und dann können wir auch schon unsere Sucreme oder Kartoffelcreme drauf geben. Schön Klicks. Wunderbar. Dann werden wir ein paar Tomaten drauf machen. Ein paar Zwiebeln. Ein wenig von den Radieschen von unseren gehobelten. So. Und ganz zum Schluss habe ich hier noch ein bisschen frische Kresse. Die packen wir jetzt auch noch drauf. Und dann ist auch unsere Grillkartoffel oder Folienkartoffel oder Backkartoffel fertig. Und wir können kosten. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Also ich finde, das sieht richtig gut aus. Ja, würde sagen, gehen wir ins Kosterli über. So, dann tauschen wir mal eben die Brettchen, damit wir besser kosten können. Schön Kartoffelcreme, Tomate, Zwiebeln, Kresse. Wolfgang, das schmeckt überhaupt gar nicht. Nee, ne? Nee. Kann ich mir vorstellen. Boah. Boah, lecker. Ganz lecker. Kartoffel schön durch. Die Sucreme hatte ein bisschen Zeit durchzuziehen. Wunderbar abgeschmeckt, die Kartoffelcreme. Die Frische von der Tomate ist dabei. Hammer. Und man kann sogar die Schale von der Kartoffel mitessen. Eine wunderbare Beilage, echt.
oder eben halt auch jetzt gerade. Ohne Fleisch, auch lecker. Kartoffel ist schön heiß. Boah. Also. Und vor allen Dingen keine Arbeit. In der Zeit, wie die Kartoffel auf dem Grill ist, die eine Stunde, hat man ja nichts weiter mehr groß zu tun. Und derzeit macht man sich seine Kartoffelcreme fertig, die packt man so lange im Kühlschrank. In der Zwischenzeit kann man sich auch sein Fleisch oder auch Fisch, stell mir das auch gut für Fisch vor, fertig grillen. Und dann hat man wirklich eine super Beilage und die macht auch satt. So. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Creme drauf. Dann gibt es noch mal ein paar Tomätchen drüber. Ein paar Zwiebels. Dann schneiden wir noch mal ein bisschen Kresse ab. Und dann kann der Wolfgang mich auch noch mal kurz kosten und dann kann er mir auch mal sagen, ob es ihm schmeckt. Und wenn es den anderen schmeckt, dann hat man sowieso alles richtig gemacht. Ja, das war's auch schon wieder mit meinem Video für heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann zeigt es mir durch einen Daumen nach oben. Wisst ihr ganz klar. Abonniert meinen Kanal. Hier unten ist ein Abonnier-Button. Dann könnt ihr draufklicken. Schreibt Kommentare. Ich beantworte sie alle. Ich bin für heute raus. Tschüss, ciao. Euer Sören von Jürgi Steiner Barbecue. Ciao. Wolfgang? Na, ist ein bisschen taub. Ich gehe mal rüber.